Herzlich willkommen bei Slevin Streamt Sport zu einer neuen Ausgabe von Slevin Kocht. Heute mit einem vegetarischen Gericht. Wir machen gemeinsam Kartoffel-Zucchini-Puffer oder wie man in Bayern sagt, Reiberdatschi. Wir brauchen dafür wirklich nur sehr wenige Zutaten. Natürlich Kartoffeln und Zucchini, Eier und was hier auf dem Bild fehlt, ein bisschen Zwiebel. Ich nehme es gleich mal vorweg, in diesem Video geht einiges schief. Aber ich dachte mir, warum nicht einfach die Realität abbilden, anstatt immer alles perfekt zu machen. Wir haben mit unserer Reibe die Kartoffeln erstmal schön klein gerieben. Ich empfehle da eine Mischung aus einer groben Reibe und einer feinen Reibe. Wichtig ist jetzt, dass einiges an Flüssigkeit aus den Kartoffeln herausgepresst und in einem Behälter aufgefangen wird. Es gibt zwei Gründe, warum das wichtig ist. Erstens, die Kartoffeln enthalten unglaublich viel Wasser. Das muss raus, weil die Puffer sonst nicht stabil zusammenhalten. Zweitens, die Kartoffeln enthalten Stärke. Die sehen wir hier unter der Flüssigkeit. Die setzt sich nun am Boden ab und die brauchen wir später noch. Jetzt geht's weiter mit der Zucchini. Die pressen wir jetzt auch ordentlich aus und geben sie dann zu den Kartoffeln. Die Flüssigkeit, die da rauskommt, brauchen wir allerdings nicht aufzubewahren. Aber ihr seht schon, wie viel Wasser da drin steckt. Das glaubt man gar nicht, aber das ist wirklich enorm. So, jetzt wird's spannend. Jetzt kippen wir das Kartoffelwasser weg. Übrig bleibt die Stärke. Die kommt jetzt mit zu unserem Kartoffel-Zucchini-Gemisch. Hier ist uns jetzt ein kleiner Fehler passiert, denn eigentlich solltet ihr hier bereits die Zwiebel mit drin haben und das Ganze mit Salz würzen. Denn dann setzt sich erneut Flüssigkeit ab und die muss dann wieder weggekippt werden. Was passiert, wenn ihr das nicht macht und das alles noch viel zu viel Wasser in sich trägt, das sehen wir gleich. Wir hauen jetzt noch zwei Eier mit rein. So, und uns ist dann auch irgendwann mal aufgefallen, dass die Zwiebel fehlt und wir holen das hiermit nach. Im Übrigen muss ich das Ganze hiermit links machen, weil ich rechts schon ein Pflaster trage. Diese Reibeteile sind wirklich gnadenlos, passt also gut auf, wenn ihr sie verwendet. Die Zwiebel kommt nun auch in die Mischung mit rein und wir würzen das Ganze mit Salz, Pfeffer und Muskat. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Wir brauchen ordentlich Öl, seid da bitte nicht zu sparsam, denn die Puffer sollen eigentlich gebacken werden und nicht gebraten. So, und ihr könnt uns jetzt beim Scheitern zusehen, denn wie gesagt, die ganze Matschepampe ist viel zu flüssig. Wir klatschen sie aber trotzdem in die Pfanne und hoffen, dass was draus wird. Der zweite Versuch wird aber deutlich besser. Die Puffer sind kleiner und einen Großteil der Flüssigkeit haben wir entfernt. Wichtig ist jetzt, dass ihr wartet, bis ihr braune Stellen am Rand erkennt. Dann könnt ihr die Puffer umdrehen und auf der anderen Seite noch ausbacken lassen. So, und jetzt sieht's doch schon richtig lecker aus. Bevor ihr sie serviert, empfehle ich euch aber, das Fett erstmal auszulassen, indem ihr sie auf Küchenpapier ruhen lasst. Dann ist es aber endlich soweit. Wir servieren die Kartoffel-Zucchini-Puffer einmal mit Meerrettich und Lachs, einmal mit Apfel-Birnen-Kompott und einmal ganz ohne. Egal wie ihr sie esst, ich garantiere euch, dass das mega, mega gut schmeckt. Bis zum nächsten Mal auf Slevin Streamt Sport. Hey! Du, ich habe gehört, dass 78% meiner Zuschauer noch kein Abo dagelassen haben. Wenn du zu denen zählst, dann lass jetzt ein Abo da, sonst wäre ich sauer.